Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Wir haben ein neues Video gefunden. Vater raucht zum ersten Mal Shisha. Wir gucken es uns zusammen an, wir reacten mal drauf nach dem Intro. Der gute Yuzi hier mit einer 250.000 Abonnenten, sehr, sehr nice, sehr lecker, hat seinem Vater wohl zum ersten Mal eine Shisha in die Hand gedrückt. Mal gucken, ob er einen guten Kopf baut, ob er ein gutes Setup am Start hat und was sein Daddy zur Pfeife sagt. Yo, meine Freunde, was geht ab? Mein Name ist Yusuf, ich wollte hier wieder mit Daddy. Daddy, aka mein Vater, ist wieder am Start, Leute. Und heute gibt's was ganz, ganz Besonderes. Dieser junge, nette Herr neben mir, der übrigens 23 Jahre alt ist und seine Barthaare weiß gefärbt hat, ist heute offiziell das erste Mal... Was machen wir heute? Du machst heute das erste Mal was? Shisha. Shisha, ja, gerne Shisha. Shisha kennst du ja. Was ist Shisha? Ja, Shisha kenne ich schon. Nargile. Nargile. Du hast noch nie Shisha geraucht? Nein, bis jetzt nicht. Ich habe nie gemacht. Was hast du bis jetzt geraucht? Sei ehrlich. Zigaretten. Hast du... Okay, hat schon Zigaretten geraucht, aber noch nie eine Pfeife geraucht. Da sind wir sehr gespannt. Ist die Frage, ob er immer noch Zigaretten raucht? Bisschen Gras und so auch schon. Nein, nein, sowas macht man nicht. Okay, das ist gut. Ja, sonst doch Ärger. Zigarello, Zigarello, das heißt, Dings, diese kubanische Zigarette. Genau. So, Leute, also, heute rauchen wir das erste Mal Shisha zusammen mit meinem Vater. Als allererstes, Leute, rauchen ist... tödlich. Und scheiße. Macht das nicht nach, ne? Das Ding ist, Shisha ist ab 18. Das heißt, alle, die unter 18 sind, vergisst es. Ihr werdet nicht rauchen. Niemals. Niemals werdet ihr rauchen. Auch fangt auch gar nicht an. Er hat recht. Fangt nicht an. Sind wir mal ehrlich, die meisten Leute haben auch, bevor sie 18 sind, schon mal Shisha geraucht. Viele zumindest. Wo ein Wille, da ein Weg. Aber Leute, fangt besser gar nicht an. Ja, Nikotinsucht, die kickt und ja. Nicht so nice, aber wir gucken mal weiter. Weil das ist auch nicht cool. Ich mache das auch nicht so oft. Eigentlich findet er es auch nicht so gut, dass ich rauche, aber ich habe erst gesagt, fürs Video ist das in Ordnung. Für Videos ist okay. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir haben jetzt wieder so viel geredet, ja? Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich dachte mir einfach, wir filmen das mit, ne? Wie wir die Shisha machen, so, weil dann das Video nicht 2 Minuten geht. Bin ich sehr gespannt, ob er einen Kopfbau kann, wie er einen Kopf baut, was für einen Kopf er baut, was für einen Tabak er hat. Bei der Pfeife sehen wir schon, dass es eine Amy ist, es müsste so eine 630, 640 Klick oder irgend sowas in die Richtung sein. Ist okay, ja, gute Standardpfeife, sag ich. Also was heißt gute Standardpfeife, ist okay, vollkommen in Ordnung. Geht und die Leute rumheulen, warum ist das Video wieder so länger? Das Video ist... Ja, okay, mach jetzt. Warum ist das Video... Vater hat schon gar keinen Bock auf dieses typische YouTuber-Gelaber. Also cool. Okay, Spaß. Ah, man sieht es schon im Hintergrund. Also er hat so einen Standard-Tonkopf mit Kamin. Ist okay. Also, ihr könnt ja mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblings-Shisha-Geschmack, ja? Wenn ihr nicht Shisha raucht, dann seid ihr natürlich cool. Dann schreibt hier, ich rauche kein Shisha. Und wenn ihr Shisha raucht, dann schreibt mal euren Lieblings-Shisha-Geschmack rein. Ja, und auf jeden Fall, Leute, einen Daumen nach oben geben nicht vergessen. Das haben wir vergessen zu sagen, ja? Achso, du weißt du überhaupt nicht, wie die Shisha funktioniert? Nein, das ist ja das Problem. Wie funktioniert eine Shisha? Also wir haben hier den Kopf, da ist Tabak drauf. Der kommt hier rauf, so, hier ist Tabak drin, hier kommt Kohlestück rauf und dann hast du hier einen Schlauch, da ziehst du dran. Das heißt, hier oben entwickelt sich Wärme, hier geht das runter, also der Rauch. Der Rauch wird hier im Wasser sozusagen gefiltert, kommt hier wieder hoch und dann hast du es so. Wasser ist nur zum Kühlen, Wasser filtert nichts, ist so. Sozusagen in der Lunge und, also, aber das ist halt nicht zu vergleichen mit Zigarette. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Kopf. Willst du den Kopf machen oder soll ich den Kopf machen? Das sieht aus wie... Sag es. Sag einfach. Scheiße. Vielleicht ist es doch ein Prank und wir rauchen jetzt Hundekacke. Der Vater hat gar keinen Bock mehr. Der Vater hat gar keinen Bock mehr. Ja, wir haben hier Tabak. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das nennt sich Red Ice. Ich finde, das ist sogar die Sorte, die ich am liebsten rauche. Also Red Ice von Cavalier. Ist ganz nice, hat meine Freundin immer sehr gerne geraucht. Hab auch mal probiert, ist so ein netter Bärenmix. Kann man machen, ist guter Tabak, nicht verkehrt. Findest du das nicht scheiße? Das ist so extrem, so aromatisch. So aromatisch oder so aromatisch? Aromatisch. Ich werde das jetzt hier nicht filtern, ich nehme das jetzt einfach so rein. Ich habe da jetzt keinen Bock, noch die Stücke rauszuholen und alles. So, dann kommt das hier oben raus. Schade, dass man den Kopfbau jetzt nicht genauer gesehen hat, aber es sah nicht so aus, als hätte er ihn schön locker, fluffig und gut verteilt gebaut. Das kommt hier oben rauf,
Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen, weil die Kohle ist noch draußen auf dem Balkon, die brät gerade an. Brät an, ey, ich bin brät so an. Einfach. Ja. Bratet ihr eure Kohle auch immer an, Leute? Ganz wichtiger Schritt, nicht vergessen. Ich jetzt die Kohle rauf. Das ist ja das, was ich meinte. Jetzt kommt ja da kommt jetzt die Wärme. Bei der Hitze soll das laufen. Boah. Es ist so geil, wenn Leute so gar keinen Plan von Pfeife haben. Es ist so faszinierend zu sehen, wie der Papa so, aha, da kommt jetzt also Kohle drauf. Interessant. Ja, ja, so ist das. Hm? Das ist nicht mal so schlimm, wie man denkt. Ich würde sagen, ich rauche die Shisha mal an. Ja? Mhm. Weil die ist ja nicht direkt so. Warte mal, ich hab eine bessere Idee. Halt das mal fest. Holt jetzt einen Staubsauger? Nee, auf solche Ideen kommt eine Scheiße raus. Was zeige ich dir jetzt? Ohne Scheiß, seid sehr vorsichtig, wenn ihr so überlegt, ne, mit Staubsauger Pfeifen zu rauchen. Wenn ihr Pech habt, saugt ihr die ganze Scheiße direkt in die Löcher rein. Ihr habt die Hälfte in der Bowl vollgesifft. In der Regel nicht so eine nice Idee. Es gibt extra Geräte zum Anrauchen. Ich kann euch mal eins zeigen. Hier, sowas. Da kommt hier einfach der Schlauch dran, also das Mundstück. Ne, so. Und dann könnt ihr die Pfeife anrauchen lassen. Das macht jetzt bei einem Lotus-Setup nicht so viel Sinn. Da wartet man einfach 2-3 Minuten. Aber ja, wenn ihr euren Tonkopf nicht anrauchen wollt, ist, warte mal, so rum, so könnt ihr es auch lesen. Blow and Glow gibt es manchmal auf Amazon, müsst ihr mal gucken. Da ist halt eine leichte Pumpe drin. Die saugt nicht so krass wie ein Staubsauger. Und mit dem Staubsauger kann eine Krise sein, würde ich nicht empfehlen. Sag mal, Fischer rauchen, brauchst du auch Staubsauger da rein. Das ist nämlich Trick 17. Da müsst ihr dich anrauchen. Okay, er hält es nicht ganz dran, glaube ich. Dann ist es nicht so übel, aber. Ja, Digga, also sehr noch, mager. Ich noch ein bisschen mehr an, aber so. Jetzt darfst du auf jeden Fall deinen ersten. Okay, was sagt ihr? Er hat schon Zigaretten geraucht. Glaubt ihr, er wird abkacken? Oder glaubt ihr, wird das ganz normal easy rauchen können? Also meine Erfahrung, wenn ich Zigarettenrauchern das erste Mal eine Pfeife gebe, ist meistens, dass die irgendwie gar nicht wissen, wie die ziehen müssen. Die machen dann immer erstmal so. Ja, die wollen das immer so puffen. Also wie eine Zigarette erst in den Mund ziehen und dann so auf Lunge runter. Wir gucken mal, ob der Papa Shisha ab kann. Kuss, danke fürs Abo. Shisha-Zug nehmen. Sag mir, wie der Geschmack ist. Oh, okay. Der kommt ganz dieser in deinen Lunge rein, ne? Ja. Fandest du den ersten Zug? Erzähl mal den Zuschauern, wie du den ersten Zug fandest. Scheiße. Scheiße, das ist mir richtig kalt. Ja, warum kommt bei mir ein Zug drauf? Ich hab alles runtergeschluckt, wa? Deswegen. Du musst ein bisschen mit Gefühl ziehen, ein bisschen mehr Gefühl. Wir machen gleich eine Shisha-Session, ja? Dann lassen wir ein bisschen Musik laufen und dann wirst du auf jeden Fall cool rauchen können. Ich bring dir heute noch das Rauchen bei, warte. Dein zweiter Versuch, Papa raucht. So, zweiter Zug von Papa. Die zweite, los geht's. Langsam und stark. Weiter. Hau, du sollst nicht mit der Shisha kuscheln, du sollst richtig ziehen. Du schluckst! Ich sehe gerade, kommt keine Sorge, ist alles bei mir reingegangen. Du schluckst, du darfst nicht schlucken. Einfach schlucken. Ziehen und ausatmen. Einatmen und so ausatmen. Schluckst du jetzt Zigaretten auch? Nein, aber behält dich drin, dann kommt langsam raus. Ja, so musst du es jetzt auch machen. Ja, guck mal, soll ich mit Zigaretten laufen sollen? Oh, schieß mal mit Zigarette! Halt mal noch so hier diesen Schlauch, mit Zigaretten schlucken. Oh, wie ist vom Geschmack her? Wie ist der Geschmack? Na, jetzt ziehen wir mal richtig, komm jetzt. Guck mal, was geht denn? Der Salziger. Ja, versuch das jetzt mal nicht zu schlucken. Genau, und jetzt schön langsam rauslassen. Jawohl, jetzt haben wir das. Da geht aber noch was. Jetzt musst du natürlich noch so ein bisschen beim Rauslassen, da musst du, warte, guck mal, wie ich das jetzt mache. Also das ist eigentlich nicht schwer, aber ich erkläre gerade, wie man Shisha raucht. Wo sind wir denn hier? Doch, Alter, das ist schwer. Manche wissen echt nicht, wie man am Anfang ziehen soll. Dieses einfach Mund dran und dann einfach einatmen, die meisten wissen es halt nicht am Anfang. Woher auch, Digga? Wenn die Zigaretten rauchen, dann machen die immer den hier. Das funktioniert bei Shisha nicht. Du sagst mir langsam, aber du ziehst wie eine Dings hier, den Staubsauger.
Auf jeden Fall, Leute, was man nicht vergessen darf bei Shisha-Rauchen ist Musik. Musik muss dabei und schöner Rap-Song muss dabei. Immer Rap-Song, Shisha-Bar, Rap-Song, immer. Und dafür haben wir natürlich auch den richtigen Interpreten. Black Bars, Color Grading, alles dabei. Vater mit Sonnenbrille und Pfeife am Start. FPS Video ist da. War da gerade Rauch? Sollte da gerade Rauch gewesen sein? Habt ihr Rauch gesehen? Also Rauchentwicklung, ich weiß ja nicht, du bist jetzt nicht. Geht so, Digga. Jusi, ich bin dafür, ich komm mal vorbei, ich baue deinem Papa mal einen richtig geilen Funnel mit HMD oben drauf, ne? Kriegt dein Papa mal eine sehr gute Pfeife und du auch. No front. Ich würde sagen, du hast jetzt so die Basics drauf, so. Was erstmal so ein kleiner Zwischenstopp. Ringe, kannst du Ringe machen? Will er ihm jetzt noch Ringe beibringen? Oh shit, Digga, das wird doch nix. Zigaretten raus, so. Nee, Ringe? Ich auch mit Zigaretten nicht. Wir versuchen jetzt mal Ringe zu machen. So, meine sind auch nicht perfekt, aber ich glaube, man kann sie erkennen. Hast du sie erkannt? Ja, zwei Stück. So, jetzt bist du dran. Deine Ringe war auf Türkisch Yamuk. Schiefe Ringe? Ja. Wenn ein Mensch keine Ringe machen kann, wenn er Shisha raucht, ist das immer lustig. Das stimmt. Wir werden jetzt ein bisschen lachen. Das stimmt, Leute. Immer wenn Leute anfangen, Ringe zu probieren, einfach so. Immer so. Aber Leute, ich habe ein sehr geiles Ringe-Tutorial auf dem Channel. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Da ist auch der Smiley raus. Ja, ist ein bisschen cringe, das Video, weil halt so. Ist ein bisschen cringe, aber guckt es euch mal an, falls ihr noch keine Ringe hinbekommt. Haben schon einige Leute drunter geschrieben, Digga, ich habe das Video geguckt, Viertelstunde später, ich konnte Ringe. Also scheint nicht so übel zu sein, das Video. Schaut es euch gerne mal an, falls ihr Ringe lernen wollt. Okay, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. Was? Bei mir ist das Problem, ich behandle das mit Zigaretten. Nein, wenn ich so weit in. Wenn ich Zigaretten rauche, ziehe ich ihn in meinen Junge, was ich eigentlich machen müsste. Dann geht du musst einfach direkt dran ziehen. Okay, alles klar. So, mach mal jetzt Ringe. Nochmal, versuch. Zieh, okay? Du stirbst gleich, du bist voll rot. Stopp. Hör auf, ey. Kommt keine Ringe. Doch, Mann, das ist schon einfach. Leute, wer kann von euch behaupten, dass er mit seinem Vater Shisha hat? Oh, shit. Was hat er gesagt? Shisha. Oh, shit. Er hat das böse Wort gesagt zu Shisha rauchen. Er hat das böse Wort gesagt. Eieiei. Oh. Habe ich nicht den coolsten Vater der Welt? So den Ring, hast du das gesehen, wie das geht? Das waren Ringe, das waren keine Yamuk-Ringe. Bitte, sag niemals Shishan oder Shisha. Das ist verpönt in der Shisha-Szene. Das heißt Shisha rauchen. Eieieiei, böse. Das waren heftige Ringe. Okay, mach mal jetzt Dreieck. Ja, mach mal. Hops genommen vom Vater. Oder Viereck. Oh, soll ich mal Schiff im Nebel machen? Ein Schiff im Nebel. Ich mach dir ein Schiff im Nebel. Um 10 Euro, ich mach ein Schiff im Nebel. Okay, mach mal. Dann mach ich eine Eisenbahn im Tunnel dran. Okay, Schiff im Nebel um 10 Euro. Schlag ein. Okay. Ihr seid die Zeugen, er hat eingeschlagen. Schiff. Jetzt pustet er eine Wolke und sagt dann, ja, hast du nicht gesehen, weil das Schiff war ja im Nebel. Wow. Hast du gesehen? Was? Nebel und da drinnen war das Schiff. Krasser Trick.
10 Euro, her damit! Nein. Doch, 10 Euro, safe, du hast gesagt, du gibst mir 10 Euro. So, jetzt mach deine Eisenbahn, los. Oder du machst Ringe. Okay, warte, wenn du jetzt Ringe, wenn du einen Ring schaffst, dann gebe ich dir 20 Euro. So, Leute, ich denke, wir haben jetzt genug Shisha geraucht. Wir haben unsere Lunge. Jetzt hat er es richtig gesagt. Jetzt hat er gesagt, Shisha geraucht. Das war korrekt. Genug strapaziert. Du kannst den Leuten jetzt mal ganz kurz unseren zweiten Kanal vorstellen, falls sie noch etwas Cooles sehen wollen. Ja, wir sind jetzt am Ende des Videos. Okay, ihr wisst ja schon, wir haben unseren zweiten Kanal aufgemacht. Der erste Link in der Videobeschreibung. Und das, dafür werden wir noch ein Video drehen. Lasst euch überraschen, das kommt auf jeden Fall die Tage online. Deswegen geht jetzt auf jeden Fall auf diesen Kanal. Abonniert diesen Kanal, da ist schon ein Video online. Ein Wettessen Challenge, wo ich gegen ihn gewonnen habe, ist da online. Hä? Und wo ich dich geschlagen habe, wo ich dich eigentlich immer schlage. Du schlägst mich nicht bei Fitness. Immer. Du schlägst mich nicht. Ich garantiere dir, diesen Kanal, was wir da haben, ja, da wird gar keine Videos drin sein, die du nicht schlägst. Was, wenn? Denn dann kannst du dir wieder was wünschen von mir. Okay, Leute, ihr seid die Zeugen. Also, abonniert diesen Kanal. Okay, eigentlich ganz witzig. Ich hätte sogar Bock, also schade, mein Papa hat schon ein paar Mal mit mir Pfeife geraucht, aber deswegen kann ich mit meinem Papa nicht mehr das mein Papa raucht zum ersten Mal Shisha-Video machen. Aber finde ich eigentlich sehr cool, die Idee. Finde ich sehr, sehr nice. Und meine Mom will nicht Shisha rauchen, weil die hat früher Zigaretten geraucht, hat dann irgendwann aufgehört und hatte jetzt Angst, dass wenn sie irgendwie wieder Nikotin hat, sie wieder rückfällig wird, dass sie wieder Zigaretten rauchen will oder ein Shisha-süchtig wird oder so. Deswegen ist schon besser, dass meine Mom nicht raucht. Also die würde ich da nicht zu so einem Video überreden. Mein Papa in einem Video wäre eigentlich ganz witzig, aber wie gesagt, der hat halt schon ein paar Mal mit Shisha geraucht. So. Ist nicht so seins, er raucht lieber Zigaretten, leider, aber ja, ist so. So Leute, das war Vater raucht zum ersten Mal Shisha. Ich fand's ganz witzig, fand's ganz cool. Wie gesagt, ich würde es gerne mit meinem Dad machen, aber der hat leider schon mal mit mir Pfeife geraucht, deswegen wäre es nicht wirklich zum ersten Mal. Aber dennoch, war ein sehr nices Video. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Ihr wisst ja, Ziel ist der silberne Playbutton, der 100.000 Abo Creator Award von YouTube. Also würde ich mich über ein Abo sehr freuen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.